Die Final Fantasy-Reihe gehört zu den beliebtesten Rollenspielserien überhaupt. Jetzt hat Square Enix einen weiteren Teil angekündigt, der die Geschichte von Final Fantasy 13 zum Abschluss bringen soll. Im Spiel geht es um die Heldin Lightning. Ihr Job ist es, die Welt innerhalb von 13 Tagen vor der drohenden Apokalypse zu retten. Diese wird ausgelöst, wenn die Uhr des jüngsten Gerichtes abläuft. Durch das Töten von Monstern dreht ihr den Zeiger der Uhr zurück und verlängert so die Zeit bis zum Weltuntergang. Für bestimmte Aktionen im Spiel müsst ihr allerdings einen Tribut entrichten, der den Uhrzeiger negativ beeinflusst. Die Macher des Spieles versprechen ein neues Kampfsystem, mit dessen Hilfe man die Aktionen angeblich mehr kontrollieren kann als bisher. So sollen nun zum Beispiel die Bewegungen eurer Spielfiguren direkt im Kampf steuerbar sein. Das letzte Kapitel von Lightning soll die ganze Geschichte von Final Fantasy 13 zu einem aufregenden Finale machen, so die Macher. Lightning Returns Final Fantasy 13 soll im kommenden Jahr für die Xbox 360 und die PlayStation 3 erscheinen und wird anlässlich des 25-jährigen Geburtstags der Reihe veröffentlicht.